Wir kommen in Budapest, wo die letzten Vorbereitungen für den großen Preis von Ungarn laufen. Die Teams holen gerade ihre Wagen für das heutige Training raus, also rechnen wir jeden Moment mit dem Startschuss. So, wir kommen langsam zum entscheidenden Teil der Saison. Nachdem wir schon die Hälfte hinter uns haben, wissen wir nun endlich, welche Teams die beste Performance hinlegen und welche Teams noch aufholen müssen. Bislang lief die Saison großartig für Nico Rosberg, der im Augenblick die Fahrerwertung anführt. Niki Lauda sprach diese Woche über seine Hoffnungen auf den Titel. Ich würde wetten, dass er dieses Jahr zum ersten Mal Weltmeister werden kann. Ein zentrales Gesprächsthema im Fahrerlager sind vor dem heutigen Rennen die Gerüchte, dass McLaren mit Valtteri Bottas über eine mögliche Anstellung in der nächsten Saison verhandelt. Könnte das tatsächlich passieren? Würde der Finne Williams verlassen, um dann bei McLaren in Woking an den Start zu gehen? In der Formel 1 weiß man sowas nie. Bottas ist einer der Shootingstars in diesem Sport. Sein Agent wird für ihn nach einem Team Ausschau halten, das ihm die Möglichkeit bietet, seinen ersten Weltmeistertitel zu gewinnen. Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist der Tobi. Wir sind zurück bei Formel 1 2015. Hier in unserer Karriere mit Sebastian Vettel. Heute der große Preis von Ungarn. Also das ist der aktuelle Zwischenstand. Wir sehen, es ist Platz 2 und der Abstand auf Nico Rosberg ist gar nicht allzu groß. Wir sind hier direkt mal eingestiegen heute ins Training. Ja, wer sich vielleicht noch erinnert, es war im letzten Jahr so, beziehungsweise in der letzten Saison so, dass wir eben ein paar Reifenprobleme hatten. Und Lewis Hamilton ist auf dieser Strecke wirklich ein Fahrer, der unfassbar stark ist. Also generell die Mercedes haben hier viele Vorteile. Wir werden mal sehen, inwiefern sich das dann für die Silberpfeile auszahlen wird oder ob Ferrari hier tatsächlich eine Schnitte hat. Wir werden das alles heute rausfinden. Es werden wichtige Punkte verteilt in der WM-Gesamtwertung und da sind wir doch selbstverständlich mal gespannt. Gucken wir mal, was wir für Zeiten hinlegen. 1:23.374. Joa, das ist soweit ganz in Ordnung. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir das zum Ende des Trainings nochmal gesteigert. Hier kamen wir soweit mit der Strecke ganz gut klar. Es ist auch aktuell der erste Platz vor Rosberg und unserem Teamkollegen Kimi Räikkönen. Der findet also auf Platz 3. Vor uns sehen wir jetzt gerade Felipe Massa, der aber ja wieder in die Box einbiegt. Das Training ging jetzt, glaube ich, nur noch 2-3 Minuten. Das war dann nochmal unsere letzte richtig gute Runde. Gucken wir nochmal. Das ist eine 1:23.259 und das sieht insgesamt wie folgt aus. Heute steht Kimi Räikkönen an der Spitze des Feldes. Das war eine solide Leistung des Fahrers und wir können mit einer ähnlichen Leistung morgen im Qualifying sicher rechnen. Also eine halbe Sekunde Rückstand ist es auf den Teamkollegen. Mal gucken, das muss im Qualifying besser werden. Platz 4 ist nicht allzu enttäuschend, aber da ist noch Luft nach oben. Die Spannung steigt hier am Ungaroring. Bald wird das Startsignal für das heutige Qualifying gegeben. Die Autos sollten jeden Moment auf die Strecke kommen. Ich habe das Gefühl, dass Lewis Hamilton dieses Wochenende dominieren wird. Besonders, wenn man sich seine unglaubliche Rennstatistik hier mal anschaut. Er liebt diese Strecke, oder? 4-mal hat er hier gewonnen. Wenn er es in die erste Reihe der Startaufstellung schafft, stehen seine Chancen auf Sieg Nummer 5 gut. Ich habe Hamilton ja angesprochen, also er ist auf dieser Strecke definitiv nicht zu unterschätzen. Er ist ein richtig, richtig starker Fahrer, keine Frage. Wir gucken mal, wie es jetzt für uns im Qualifying lief. Erstmal ging es nach einer gewissen Zeit wieder in die Box, weil es ganz einfach nicht so war, wie wir uns das vorgestellt hatten, zeitlich. Wir müssen halt auch darauf achten, dass wir die Reifen nicht zu sehr abfahren. Deswegen haben wir jetzt eben hier dann nochmal auf einen anderen Reifensatz gewechselt. Und ja, damit versuchen wir es jetzt also nochmal. Zeit haben wir nicht mehr allzu viel. Also wir schaffen ja noch allerhöchstens eine Runde hier nach, aber gucken wir erstmal, was jetzt hier rauskommt. Oben rechts sehen wir im zweiten Sektor eine halbe Sekunde schneller. Also das könnte jetzt natürlich eine richtig starke Zeit werden. Aktuell ist es Platz 4. Ricciardo ist erster hinter Bottas auf Platz 3. Zweiter ist aktuell Kimi Räikkönen. Wir sind jetzt ganz gut dabei, würde ich sagen. Jetzt geht's auf die Zielgerade und das ist der erste Platz. 1:22.6. Der Coup wurde erfolgreich gelandet. Also richtig stark von uns
gemacht und so ist es der erste Platz. Sebastian Vettels Leistung im Qualifying wurde frenetisch bejubelt. Bei ihm lief alles wirklich wie geschmiert. Er startet in der ersten Reihe und auf der sauberen Seite des Grids. Wenn er also keinen schlechten Start hinlegt, werden die anderen Fahrer Probleme haben, ihm morgen das Wasser zu reichen. Also verspricht ein spannendes Rennen zu werden. Wollen wir nicht länger warten. Springen wir rein ins Rennen. Der große Preis von Ungarn. Wir sind hier in Ungarn, nur 18 Kilometer von Budapest entfernt, wo es gleich mit dem heutigen Formel-1-Rennen losgeht. Willkommen beim großen Preis von Ungarn. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, ob Sebastian Vettel seine Pole im heutigen Rennen in einen Sieg verwandeln wird. Er wird definitiv heute schwer zu schlagen sein, aber alles ist möglich. Wir werden also ein Auge darauf haben müssen, wie es sich im Laufe des Rennens entwickelt. Es scheint bisher nicht die beste Saison für Mercedes zu sein. Das in Brackley ansässige Team hatte so einige Probleme, wo man eigentlich ja erwartete, dass es zu den Spitzenreitern gehört. Was ist da wohl schiefgelaufen? Das ist schwer zu sagen. Der Motor ist stark. Mit Hamilton und Rosberg hat das Team zwei der besten Fahrer im Feld und es hat ein hervorragendes Management. Aber irgendwas scheint da nicht so zu laufen. Das Team arbeitet im Werk mit Vollgas an der Entwicklung von Verbesserungen, um eine Trendwende einzuleiten. So, also Big Points, die heute verteilt werden. Gucken wir mal. Also das wird unsere Taktik sein, mit der es heute reingehen soll in dieses Rennen und ab dafür der große Preis von Ungarn und die Silberpfeile haben natürlich auf der Geraden einen Vorteil und die ziehen hier sofort vorbei. Das heißt, Rosberg und Hamilton sind hier beide vorne auf, sind hier deutlich schneller auf der Geraden als der Ferrari, aber wir können es hier noch halbwegs reparieren und retten. Neben uns jetzt noch Nico Rosberg, hinter uns allerdings auch noch Lewis Hamilton. Das ist eine ganz, ganz enge Geschichte. Wir sind aber hier, haben den Vorteil, leichte Kollision hier zwischen dem Silberpfeil und dem Ferrari, aber wir nehmen die Kurven gut und da haben wir ihn, den kleinen Vorsprung. Hamilton hat es dort kurz mal ein bisschen ausgehebelt. Der war mal eben nicht konzentriert und wir konnten das ausnutzen. Jetzt haben wir eben diesen kleinen Vorsprung hier in Sektor 2, also Runde 1 von 35. Und ja, das war alles in allem ein guter Start. Natürlich die Silberpfeile, die eindeutige Vorteile haben in ihren Autos. Allerdings konnten wir es eben, wie gesagt, sehr gut ausmerzen, konnten unsere Vorteile trotzdem daraus ziehen, haben uns innegehalten in den Kurven. Wer inne ist, dem gehört die Kurve. Das haben wir uns zu Nutzen gemacht. Und so ist es also Platz 1. Das ist, denke ich mal, ja, erstmal ganz zufriedenstellend, ist die Frage, wie lange das so bleibt. Also das Feld ist noch relativ dicht zusammen, wobei wir jetzt schon so ein ganz kleines bisschen sehen können, wie sich hier bestimmte Grüppchen rauskristallisieren. Wenn wir jetzt mal unten links schauen, da ist Hamilton und dann kommt so eine kleine Dreiergruppe, dann nochmal eine Zweiergruppe mit Bottas. Ne, das müsste dann Massa und Raikön sein. Ja, also das war auf jeden Fall die erste Runde. Und ja, die ist erstmal ganz in Ordnung verlaufen, aber trotzdem, wir dürfen uns jetzt hier wirklich nicht drauf ausruhen, denn Hamilton und Co., die sind im Endeffekt die besseren Fahrer auf dieser Strecke. Es wird ein Kampf. Es wird ein erbitterter Kampf. Nach 5 Runden waren die Silberpfeile dann also wieder näher dran. Haben aufgeschlossen. Und hier könnte es richtig zur Sache gehen und Vettel macht den Fehler. Wir sind da ein bisschen zu weit gefahren. Das hätte ganz böse ausgehen können. Dann fahren wir uns hier in den Rädern. Lewis Hamilton ist jetzt aktuell vor uns. Ganz, ganz hohe Spannung hier. Wir sind ihm aber noch ganz dicht auf den Fersen. Wir dürfen ihn nur nicht wegziehen lassen. Das wäre hier ja ein bisschen so das Todesurteil unsererseits. Hinter uns allerdings auch noch Nico Rosberg, der rote Sebastian Vettel eingesperrt zwischen zwei Silberpfeilen und dann schieben wir Hamilton hier raus. Das war eigentlich ein Fehler unsererseits. Das müsste eigentlich bestraft werden. Wir haben Glück, die Rennleitung geht nicht dagegen vor und wir gehen auch vorbei an Rosberg. Es ist wieder der erste Platz. Also das ist an Dramatik kaum zu überbieten. Das war richtig, richtig eng dort. Also da hätte noch einiges passieren können, als Hamilton da mit uns ja einen kleinen Disput hatte sozusagen. Wir haben ihn dann nach außen geschoben. Dann ist Rosberg in der Mitte vorbeigezogen. Wir haben es aber trotzdem geschafft, dann das Ganze noch ja so eben so umzumünzen, dass wir eben den Vorteil daraus ziehen können. Jetzt auch Rosberg, der wieder eindeutig schneller ist. Allerdings nach 8 Runden. Wir halten diesen ersten Platz, aber wir müssen kämpfen um jeden Kilometer, den wir hier dieses Feld anführen. Es ja, wurde dann auch um die Reifenqualität nicht besser und so ging es dann nach 8 Runden in die Box. Es gab eine kleine Verschnaufpause. Die Silberpfeile, das sehen wir jetzt, die fahren munter
weiter. Hinter uns Felipe Massa als Viertplatzierter. Ja, also, wir wechseln jetzt einmal auf den nächsten weichen Reifensatz. Unser erster Boxenstopp, also der verläuft reibungslos. Kimi Räikkönen hinter uns, ja, nahezu makellos oder ein nahtloser Übergang, so könnte man es beschreiben. Gucken wir mal, wo kommen wir raus? Es ist Platz 12, aber natürlich werden wir uns jetzt hier ein bisschen nach vorne kämpfen, das ist ja keine Frage. Logisch, dass jetzt die anderen auch noch gleich in die Box müssen und wir natürlich mit den neuen Reifen eine bessere Voraussetzung haben, eine bessere Ausgangsposition, die uns jetzt hier zugrunde liegt, mit der wir arbeiten können. Und so gehen wir an Eriksen vorbei und auch Nasser. Na, schauen wir mal, guck doch hier, wie wir eigentlich deutlich schneller sind und dann ohne Probleme hier vorbeiziehen können. Hier vorne haben wir noch Jenson Button und Pastor Maldonado. Die sind hier vorne auch unterwegs, aber wir werden jetzt natürlich ins DRS-Fenster gelangen und da werden wir durch Windschatten, durch neue und bessere Reifen sicherlich vorbeiziehen können. Gucken wir mal, DRS, Windschatten und taktieren. Jetzt die Rechtskurve hier vorne. Ja, solide gelöst. Das ist der vierte Platz wieder. Also, wir halten fest nach 10 Runden. Wir sind auf jeden Fall hier mit vorne dabei. Wir haben uns hier noch keine allzu großen Fehler erlaubt. Und es wird wirklich eine ganz, ganz enge Entscheidung zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Die Silberpfeile, das sehen wir links unten in der Minimap, die sind jetzt gerade in der Box. Und jetzt wird es natürlich interessant zu sehen sein, wenn wir da jetzt auf Startziel sind, ob wir da vorbeikommen. Die Silberpfeile gehen zusammen in die Box, heißt einer wird da ein bisschen Zeit verlieren höchstwahrscheinlich. So, Sebastian Vettel vorbei an Rosberg und vorbei an Hamilton. Es ist wieder der erste Platz und der Vorsprung ist doch relativ deutlich. Das ist, denke ich mal, ein klares Zeichen, dass wir das hier sehr gut gefahren haben bis dato. Eine 1:24.013 war bis gerade eben dann auch noch die beste Rundenzeit, die bisher gefahren wurde. Allerdings die Reifenqualität, ja, sie lässt dann eben wieder nach. Und unser Problem war, dass wir eben mit Abnahme der Reifenqualität hier auch zunehmend die Probleme hatten, das hier vernünftig zu fahren. Ihr seht, das sieht wirklich nicht mehr ganz so schön aus und das ist nicht mehr ganz so toll anzuschauen. Wir mussten aber versuchen, irgendwie das Beste daraus zu machen. 17 Runden sind es jetzt also. Es ist Platz 1, aber Hamilton, der ist ganz dicht hinter uns und der zieht dann auch erst einmal vorbei. Jetzt geht's hier nach rechts. Hier ist die DRS-Zone. Wir müssen gucken, dass wir Hamilton auf Abstand halten. Es bleibt dabei, dass das hier ein Fight ist um jeden Kilometer. Das sind so wichtige Punkte, die heute eben, wie gesagt, verteilt werden. Die würden uns richtig weiterhelfen. Wir müssen abwarten. Wir müssen es konstant zu Ende fahren. Das ist der Schlüssel. Konstant dein Rennen zu Ende fahren, ohne einen einzigen groben Schnitzer. Denn das ist die Legenden-KI, oder das ist das, was die Legenden-KI ausmacht. Dass sie eben so souverän fährt und so absolut makellos. So, Hamilton ist jetzt erstmal an uns vorbei, liegt aber ganz einfach daran, dass wir hier natürlich in die Box mussten. Es gab erneut neue Reifen. In Runde 18, also jetzt dieser Boxenstopp. So. Los, los, los. Also nach 17 gefahrenen Runden. Nächster Reifensatz. Die Reifen halten hier so, joa, ungefähr 7, 8, 9 Runden. Und wir werden hier noch einmal dann auf die harten Reifen gehen, genau, und dann hätten wir unser Boxenstopp-Pensum erfüllt. Hier sind wir gerade bei der Boxenausfahrt ein bisschen weit rausgekommen, hat uns jetzt allerdings nicht noch irgendwie einen zusätzlichen Platz gekostet, aber Zeit hat es gekostet. Die könnte nochmal wichtig werden, müssen wir mal abwarten. Erstmal geht es jetzt hier vorbei an Startziel, vorbei an Teamkollege Kimi Räikkönen und überholen wir noch jemanden? Nee, erstmal nicht. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir auf dem fünften Platz sind, oder? Ich kann euch beruhigen, das heißt es nicht. Hier vorne sehen wir Kwiat, der muss dann auch noch gleich in die Box gehen. Wir haben uns da jetzt hier in dieser Runde Stück für Stück an ihn herangekämpft und haben es dann ja auch allmählich eben geschafft, ihn dann hier zu kriegen. Also bei Startziel mit DRS, mit Windschatten ziehen wir souverän vorbei und auch in der Box konnten wir Rosberg hinter uns lassen, konnten Massa hinter uns lassen. Es ist also aktuell wieder der
zweite Platz. Und jetzt gucken wir nochmal. Jetzt ist da nämlich auch Lewis Hamilton in die Box gegangen. Der fährt jetzt allmählich raus. Und jetzt wird's mal kurz spannend. Ja, doch, an dem kommen wir vorbei. Und wir haben wieder einen ähnlich großen Vorsprung wie nach unserem ersten Boxenstopp. Das ist in Ordnung. Das kann man so fahren. Das ist bisher von Sebastian Vettel ein starkes Rennen. Aber das Feld macht es ihm wirklich nicht einfach. Wir haben jetzt auch gerade gesehen, Kimi Räikkönen mit der schnellsten Runde. Das war eine 1.23, die wir da gerade von ihm gesehen haben. Jetzt also sind wir wieder gefordert, dürfen uns hier nicht allzu viel erlauben. Und wir gucken mal in den Rückspiel und da sehen wir Lewis Hamilton. Und dahinter ist Nico Rosberg. Der ist für uns nicht ganz so wichtig, aber Hamilton, der zieht jetzt hier vorbei. Und der zieht innen vorbei, hat jetzt den Vorteil, kann die Kurve jetzt also auch von innen nehmen. Wir versuchen hier alles, um irgendwie dagegen zu halten. Haben wir hier nochmal jetzt irgendeine Chance vorbeizukommen mit Windschatten oder so. Das wäre natürlich mal super. Ich muss jetzt auch leider den Typen, der uns da irgendwas sagen wollte, überquatschen. Der Boxen-1 hat gerade überhaupt gar nichts Wichtiges zu melden. Dieser Zweikampf hier entscheidet gerade über den Sieg dieses Rennens. Sebastian Vettel muss irgendwie den Anschluss halten an Lewis Hamilton. Wir haben es irgendwie versucht, irgendwie mit Abkürzung, irgendwie mussten wir an Hamilton dranbleiben. Gelang uns dies oder gelang es uns eben nicht? Das sind die zwei Optionen, die jetzt hier zur Auswahl standen. Wer macht hier diesen Fehler? Und das ist eben die Legenden-KI. Und die fährt es eben so überragend, so makellos, so ohne Fehl und Tadel. Und hier machten wir den Fehler, wollten es zu sehr und da zieht Hamilton weg. Da können wir nichts dagegen ausrichten. Lewis Hamilton zieht weg und da konnten wir jetzt auch beim Rest des dritten Sektors nicht mehr viel rausholen. Sind dann jetzt auch darauf angewiesen gewesen, in die Box zu fahren, die neuen Reifen zu holen. Der harte Reifensatz stand noch bevor. Hamilton hatte schon die harten Reifen, war trotzdem schneller als wir. Die Reifen werden sich auch bestimmt schon ein Stück weit abgenutzt haben bei ihm. Allerdings macht der KI das nichts aus. Und so, ja, was will man machen? Es reicht eben nicht für diesen ersten Platz. Wir konnten ihn gegen Hamilton nicht halten. Hamilton ist auf dieser Strecke einfach der Herr aller Dinge. Der hat diese Strecke so in den Fingern. Das ist unfassbar. Er hat sie einfach überragend gefahren und übernimmt hier. Ja, jetzt also 8 Runden vor Schluss. Absolut verdient die Führung. Er war ja eh immer schon sehr nah an uns dran. Vettel hat gekämpft, hat gefightet. Man kann ihn nicht vorwerfen, er hätte das hergeschenkt. Im Gegenteil. Aber der Bessere gewinnt dann mal. Das ist halt so. Macht nichts. Kopf hoch, weitermachen. Kimi Räikkönen, der jetzt hier vor uns war, kommt frisch aus der Box, jetzt auch mit harten Reifen, die hat er sich geholt. Wir müssen hier gucken, also zu weit zurückfallen dürfen wir nun auch nicht. An Räikkönen ging es dann jetzt aber Gott sei Dank vorbei, mehr hier jetzt noch vor uns, aber der sollte kein Problem für uns darstellen, wird ja jetzt von uns überrundet. Das heißt, der wird jetzt hier weichen, genau so ist es auch, und er macht dann nicht allzu große Probleme und wir mussten dann natürlich jetzt irgendwie versuchen hier, ja, jetzt also noch wenigstens den zweiten Platz zu holen. Vor uns jetzt noch Felipe Massa und auf den mussten wir irgendwie nochmal aufholen. Da vorne fuhr er. Hat aber schon etwas abgenutzte Reifen, hat relativ früh auf das harte Reifengemisch gewechselt. Das könnte ein Vorteil für uns sein. Wenn wir es dann auch noch besser fahren, dann haben wir also die Chance, hier nach vorne nochmal zu kommen. Und ein zweiter Platz wäre ja soweit wirklich in Ordnung. Schauen wir mal, wir sind gespannt. Die letzten Runden dieses Grand Prix, der wirklich vieles dabei hatte, was man an dramatischen Elementen in einem guten Drehbuch braucht. Aber ja, wollen wir das mal nicht zu sehr an den Film anlehnen hier. Wir wollen mal ein bisschen sportlich bleiben in diesem Sinne. Und gucken mal hier, was jetzt auf der Strecke passiert. Das ist so relativ deutlich zu sehen, wie wir auf Massa hier aufholen, Stück für Stück. Deswegen habe ich das jetzt auch so lange drin gelassen. Wir fuhren es wirklich nicht schlecht. Wir fuhren es eben besser als der Brasilianer. Und deswegen wäre es ja jetzt nur verdient, wenn wir da irgendwie vorbeiziehen würden. 4 Runden haben wir dafür noch. Ja, und da müssen wir jetzt also mal schauen. Jetzt kommt die DRS-Zone. Wollen wir mal schauen, ob wir hier an ihn herankommen. Rausbeschleunigen, DRS. So, Felipe Massa, da fährt er. Und der Williams ist auf der Gerade ein Tier, das seinesgleichen sucht. Aber wir kamen ran. Wir kamen ran. Bremsten etwas später, nehmen die Kurve inne. Und so sind wir vorbei an Felipe Massa. Der Zweikampf also gewonnen. So, fürs Erste. Massa ist noch nicht ganz weg. Noch ist er nicht ganz weg. Da fährt uns in die Seite. Und das wäre beinahe ganz, ganz böse ausgegangen.
Das wäre beinahe ganz, ganz böse ausgegangen, aber wir konnten das gerade so noch vermeiden, dann hier wieder abgekürzt. Mein Gott, das muss auch mal sein. Man muss tun, was es braucht, um eben die Punkte hier sich ranzuholen. Da hatten wir gerade Glück in der Situation mit Massa. Der hat uns da fast abgeräumt, wollte da irgendwie innen wieder vorbeiziehen. Wir haben ihm da den Platz nicht gegeben, haben die Tür zugemacht, er kam nicht vorbei. Gott sei Dank ist es noch ganz glimpflich ausgegangen. Ja, hier die ganze Verwarnung braucht man sich zu interessieren. Ich meine, es gibt keine Strafen oder so dafür. Warum sollen wir es dann also nicht machen? Hier dann kleinere Ungenauigkeiten. Die Reifen waren ja abgenutzt, aber auf jeden Fall noch fahrbar. Also die hätten noch 3-4 Runden durchgehalten. Wir konnten auch auf Fettgemisch fahren. Wir haben uns da fürs Ende relativ viel noch aufgehoben. Da, ja, das war jetzt einfach nur eine reine Sicherheitsmaßnahme, um hier sicher zu gehen, dass da keiner mehr rankommt. Massa, wir sehen es aber, der ist ja über eine halbe Sekunde hinter uns. Den konnten wir abschütteln. Hamilton 13 Sekunden vor uns, ist einfach überragend auf dieser Strecke. Das kannst du nicht anders sagen. Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von Ungarn. Ja, und wir machen uns also jetzt auch über die Ziellinie als Zweiter. Es sind trotzdem wichtige Punkte. Wir haben gefightet, wir haben gekämpft. Der zweite Platz geht an Sebastian Vettel. Großartige Fahrt vom amtierenden Weltmeister Lewis Hamilton. An Tagen wie diesen ist er in seinem Mercedes einfach unschlagbar. Eine grandiose Leistung, auf die alle Beteiligten stolz sein können. Das ganze Team hat perfekt zusammengearbeitet, um dieses Ergebnis zu erzielen. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1 Saison dabei sind. Ich hoffe auch, dass Sie das nächste Mal dabei sein. Also die Spannung wird auf jeden Fall nicht abnehmen. Der zweite Platz ist es für uns und wir sehen Rosberg, der Führende in der Gesamtwertung, Vierter. Massa ist auf Platz 3, Kimi Räikkönen, unser Teamkollege, auf Platz 8. Lewis Hamilton, völlig verdient, Erster. Er hat das eben heute richtig stark gefahren. Erwähnenswert Ricciardo auf der 5, das ist auf jeden Fall stark. Jensen Button hätte es fast in die Punkte geschafft vor ihm, aber Perez und Hülkenberg, Kvyat geht als 7 über die Linie. Was heißt das insgesamt? Also, auch das werden wir uns jetzt anschauen. Der Abstand zu Nico Rosberg, er schrumpft, wie wir jetzt hier sehen. Besten Dank an denjenigen, der das Video geschnitten hat. Das bin ich selber. nein, ja, also wir sehen, das ist hier Nico Rosberg, Zweiter. Nee, erst ich. Ach, ich bin komplett durch. Ich bin fertig mit der Welt. Nico Rosberg, Erster. Wir sind Zweiter. Hamilton, Dritter. In der Konstrukteurswertung sind wir Zweiter. Ich sortiere meine Wörter und meine Zunge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.